Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, heute zu einem sehr, sehr besonderen Video und zwar heute geht es um meine Haare. Ihr wisst, meine Haare sind so mein Heiligtum und heute werde ich zum ersten Mal nach bestimmt 10 Jahren zum Friseur gehen. Vor 4 Jahren hat mir meine Mama das letzte Mal die Spitzen geschnitten und seitdem war ich kein einziges Mal beim Friseur. Ich habe nie meine Haare färben lassen, nichts. Ja, und ihr seht, die sind ein bisschen lang geworden hier. Ein bisschen zu lange. Ihr versteht, was ich meine. Und heute ist der Tag, wo ich einfach mal eine Veränderung brauche und ich traue mich heute dran. Ich bin super, super aufgeregt. Ich würde sagen, wir rufen uns jetzt das Taxi, fahren los und machen eine Haarveränderung. Hilfe! 3 Minuten, okay, 3 Minuten. Okay. Jetzt geht's ab hier, zip zap. Alles ab, kurz hast du gesagt, so, ne? Ja, okay. Das ist noch geheim. Ach so, oh, sorry. Nee, ich meine ganz lang. Wir machen Fukuhida, okay? So. Geil, dass du die Extensions machen lässt. Ja, bis zu den Knien. Wie verstopfst du den Abfluss, während du duschst mit deinen eigenen Haaren? Wow, das kann nur besser werden. Okay, chill. Okay, du schaffst das. Ja. Du schaffst. Ich hab's gesehen. Oh Mann. Okay, aber raus jetzt. Okay, Lisa, müssen. Okay, tschüss. Moritz, von dir erwarte ich Extensions, ne? Ja, ich lass mir einen Fukuhila schneiden, geil. Geil, das wird super aussehen. Ein lilanen Fukuhila, ich habe gehört, das ist wieder ganz... Das ist richtig im Trend. Ja. Ja. Okay, mein Herz rast wie Sau, wirklich. Das sind ja nur Haare, Lise Marie. Das sind meine Haare, okay? Du weißt, wie kalt... Solange sie nicht den Kopf abschneiden. Wir müssen halt ganz viele Strähnen setzen, damit du natürlich lange Fiskarara hast, damit du auch was siehst und dein Haar diese Masse nicht wieder überschwemmt, muss man halt schon, du wirst dadurch schon sehr blond werden. Ja, aber ja. Das auch, ja. Okay. Oh, hallo. Hallo. Wir kommen da denn? Grüßt du einmal. Grüßt du einmal die Lage ab. Hallo. Richtig süß. Ich muss dich ein bisschen hochpumpen, weil die so lang sind, ja? Aber du hast sie schon mal gefärbt, oder? Nee, noch nie. Wow. Habe ich ja eine richtige Ehre. Wie lange nicht machst du? 11 Jahre? Ja. 11 Jahre. Ich setze mich teilweise auf meine eigenen Haare, krass, wenn ich aufstehe. Das Geile ist, dass du halt echt seit 10 Jahren nicht mehr beim Friseur warst, was für viele ganz alltäglich ist. Das finde ich gerade so ein Happening einfach, Alter. Ja, richtig krass. Was ist jetzt der erste Schritt, weißt du das? Ich glaube, färben. Zuerst kommt färben und dann schneiden? Oh wow, ja, ich sehe hier hinten schon die Alufolie. Da geht's ab. Ach du Scheiße, ich bin echt ein bisschen nervös. Einmal mit Alufolie und dann ab in die Mikrowelle mit dir, Alter. Ja. Okay, Leute, nächster Schritt. Ich hab die Alufolie drauf. Du siehst aus wie ein Hühnchen, Alter. Warum weißt du zurück? Bist du schon fertig? Können wir schon nach Hause fahren? Ja, klar, wir gehen so. Ja, ich finde es ganz nett eigentlich. Ich schwöre es dir, es ist so schwer. Mein Kopf, ich habe schon genickt darüber, was schwer ist. Hast du nach hinten? Ich schneide aber nach raus. Stolpern die? Jetzt einmal links in die erste Box. Oh, herrlich. Oh wow. Du siehst so geil aus gerade, Alter. Warum? Wie so ein Hühnchen. Aber sieht man schon was? Egal. Ja, krass. Ne? Oh, also wenn man das jetzt nicht sehen würde, dann wäre alles umsonst gewesen. Also du bist jetzt schon hell. Oha. Jetzt müssen wir nur noch den Farbton schön machen. Oh. Na? Das ist so unfair. Ich versuche schon die ganze Zeit durch die Linse zu gucken und zu sehen, ob man es irgendwie sieht. Aber es sieht nicht. Ja, es sieht sehr cool aus. Aber ich finde es auch schön, dass ihr euch jetzt doch für rot entschieden habt. Was? Spaß. Ah. Das ist, was ich meine. Und dass sie zumindest nicht mehr ganz in die Aufspritze Okay, du stellst dich vielleicht eher am besten hin zum Schneiden. Also hier ist meine Hüfte, ja. Also hier. Mhm. Ja, so? Ja. Das hat richtig Spaß.
Alter. Ich bin so schön, ne? Oh mein Gott. Die fühlen sich auch so krass gerade an, ey. Essen fällt mir mega gut. Das markiert ihn noch ab, aber ich habe wirklich graue Haare. Ich bin mega zufrieden. Alles klar, alles Bescheid. Ja, ciao. Yo! Ah! Guck dir das mal an, bitte. Ich sehe mich ja selber in der Kamera nicht, aber als ich das gerade gesehen habe in dem Spiegel, Alter, ich dachte, es sitzt eine andere Person da. Krasser Scheiß, jetzt geht's zu Anna und Tim und jetzt gucken wir mal, wie die reagieren. Aber du darfst noch ja nicht rausgucken, ne? Also okay, gut, bis gleich. Ciao. Ist sie zu Hause? Ja. Sie hat mich gerade fett verarscht. Sie hat gesagt, nein, natürlich bin ich nicht zu Hause, ich bin ganz weit weg. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wow. Guck mal. Okay, wow. Alter. Das ist eine Veränderung. Oh mein Gott, die sind ja fast grau an der ja, Seite. Ja, ich weiß, aber die werden auch noch heller, aber... Also was heißt heller? Die werden noch cremiger. Hier drin sind sie ein bisschen grau. Krass. Aber das ist, weil die dann abdunkeln müssen. Wow. Also ich muss mich erstmal kurz dran gewöhnen, aber es steht dir mega. Danke. Es sieht halt jetzt wieder nach einer Frisur auch aus. Ja, ne? Weil vorher war es halt echt ungraut. Lang. Wo bist du? Ich stehe irgendwo in der Mitte hier. Achtung, hier ist der Koffer vor dir, Tim. Nein, du musst die noch nicht zumachen. Du siehst mich noch nicht. Alter. Ich bin grau. Ja, ich wollte gerade sagen, hier vorne. Alter! Nee, ich hab das nicht getraut! Wie krass, zeig mal hinten. Immer noch Arsch? Nee, den Arsch haben sie nicht abgeschnitten. Aber krass. Aber okay, let's do it. Schau dir das mal an, Emilia, ich hab neue Haare. Wo bist du schön? Gefällt es wow. dir? Schau mal. Sehr schön. Hallo Papa. Der Tag her ist die Wiese. Hey. Okay. Ja, bravo. Schaut schön aus. Schaut schön aus? Ja. Siehst du es überhaupt? Ja, sicher sehe ich es. Super. Ja, schön. Schaut super aus. Bin jetzt ein Blondie. Schaut gut aus. So Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ihr habt ja die Reaktion von den anderen gesehen. Ich bin super, super happy. Das Endergebnis ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, gerne einen Daumen nach oben geben, kommentieren, abonnieren, nicht vergessen, gerne die Glocke aktivieren, dann seid ihr immer dabei, wenn ein neues YouTube-Video online kommt. Ihr könnt auch gerne Instagram abchecken, da bin ich super aktiv. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss!